So, bevor es losgeht, auch gleich noch ein Kameratest von meiner Brave 6 Plus von Akaso. Man sieht auch, dass unten mein Handy liegt, um die Videoeinstellung zu überprüfen und wie der Kamerawinkel ist. Ja, ich bin kurz davor, vor meinem ersten echten Testlauf. Es ist alles verbaut. Was ich noch gemacht habe, ist mir ein paar Strapse angebaut, damit die Karosserie, die ja nur durch Magnete gehalten wird, bei einem Überschlag nicht komplett wegfliegt, weil ich kein Chassis mehr habe. Wenn die Karosserie, was ihr jetzt machen könnte, einfach aufklappt, dann liegt die Elektronik brach. Das wollen wir nicht. So, der Akku ist aufgeladen, alles ist angeschlossen, so sieht das ganze Ding aus. 20er Ritzel ist verbaut, wie man einigermaßen sehen kann. Es läuft auch alles ganz gut. Einschalte, sollte zumindest. Elektronik ist präzise. Mit meiner guten alten Gull RC-Funke, aber ich sag euch was, die tut ihren Dienst. Die Reichweite ist hervorragend. Servo ist einigermaßen fix. Gas geben traue ich mich nicht, dann kriege ich wieder Brandblasen an den Fingern, weil der so ein Drehmoment entwickelt, dass man den kaum festhalten kann. Ist ein bisschen brutal. Ich habe Schiss, aber gut. Ja, wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Das Ganze wird hier hinten zugestrapst. Kabel vor allen Dingen. Luft kriegt die Karre auf jeden Fall genug von unten. Ah, ich fürchte. So, und schon passt es. So, jetzt kann das hier durchgeschnipst werden. Einmal so. Ich liebe Provisorien, wenn sie funktionieren, habe ich schon mal erzählt. So, hier geht überhaupt nichts mehr auf. Das hält. Das hier Kabel rausgucken ist selbstverständlich Absicht. Das ist wegen der Luftführung. Das ist natürlich ausgeklügelt, alles mit Cut-Programmen. Und so weiter im Strömungskanal elektronisch alles vorbereitet. So, Federweg hat er wirklich nicht mehr viel. Vorne eigentlich nur negativ. Aber der klebt wie ein Brett. Das muss reichen. Die Achse ist gerade. Da kann auch nicht viel passieren. Mehr kann ich nicht machen, außer 100 damit fahren. Ne? Na dann mal los. Oh, ich habe echt Schiss. Hammer. Oh, da kommt schon wieder welche. Fahrräder, ich drehe durch, so geht das die ganze Zeit. Ist sogar noch ein Geländewagen. Hi. Man muss das wohl früh morgens machen, kann das sein? Das könnte es gewesen sein, Leute. Das könnte es gewesen sein. Der Speed hat gereicht. Und er ist nur übers Dach geschlittert.
Ich muss ja schon sagen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Also sobald der Regler richtig zuschlägt, am Ende gibt es nochmal so einen kleinen, obwohl ich gar keinen richtigen Punch oder Turbo eingestellt habe, aber der legt nochmal nach und dann schlägt er einmal. Aber das war mal ein sauberer Lauf. Man darf gespannt sein. Er hat sich nur aufs Dach gelegt, ohne Überschläge. Mit ein bisschen Glück ist noch alles heile. Das war aber voll ausgefahren jetzt. Es bleiben 96. Aber es ist alles heile. Bisschen abgeschleift, bisschen Kratzer. Das hat er gut gemacht, der Kleine. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das echt. Kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist ja immer so eine Sache. Da vielleicht. 96. Also nicht schneller als der Lauf vorher. Das ist doch schon ziemlich gut. Jetzt wird es aber auch langsam schwierig, ihn schneller zu kriegen, oder? Ich null ihn nochmal. So, ich habe nochmal genullt. Und der kleine Dauchklatscher eben war nicht weiter schlimm. Wir haben wieder 0 km/h. Bis jetzt stehen 96 auf der Uhr. Hi. So ein Speedrun, das ist so ein Eigenbau. 96 km/h habe ich jetzt. Die 100 will ich knacken. Ja. Aber ich warte, bis ihr ein bisschen weiter seid. Nicht, dass ihr euch mit 100 Sachen vor die Füße fährt. Ah, shit. Scheiße, mein Handy vergessen. Voll in die Wicken. Dritter Versuch. Wollen wir mal gucken. So, mal gucken, ob ich den überhaupt wiederfinde. Den habe ich mal so richtig schön ins Gehölz gefahren. Da ist er. Bis jetzt hatte ich ja echt Schwein, ne? Ist ja immer noch heil. Ne, jetzt hat es den Spoiler zerlegt. Nicht schlimm, nehme ich mal an. Alles nur verbogen. Doch, jetzt hat es den Spoiler abgebrochen. Okay, das war's. Der Rest ist heil. Ah, hinten ist er auch zerfetzt. Wieder nur 88. Also ja, ich habe ihn auch nicht ausgefahren. Also, wir halten mal fest. Ich brauche einen neuen Spoiler. Das musste ja irgendwann passieren. Okay. Aber sonst ist immer noch alles heil. Reagiert, Lenkung ist gerade, ist alles gut. Ich will mal gar nicht unzufrieden sein. Das waren jetzt in Anführungsstrichen nur 88. Die hatte ich schon. Da geht noch mehr. Es wird nur echt schwierig, den auf der Strecke zu halten. Na gut.